Jesus spricht über den Hammer des Urteils, Dämonians, Alienagenda, Vulkane, Menschenopfer, Satan und lokale Gottheiten. 8. März 2015, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Lass uns über Vulkane sprechen. In letzter Zeit ist Yellowstone aktiver geworden und was erwartet wird, ist die Zerstörung eines großen Teils von Amerika. Und dennoch habe ich dir gesagt, dass ich diesen Ausbruch abmildern werde, damit er nicht katastrophal ausfällt. Nicht viele glauben oder werden dies glauben, denn vieles in der Welt beruht immer noch auf dem, was spektakulär und das schlimmstmögliche Szenario ist. Ganz einfach, weil sie nicht an Gott glauben oder was ich tun kann, um euer und mein Land zu retten. Denn es ist auch mein Land, wie du weißt. Obwohl sie dich abgelehnt haben, Herr? Es sind nur die Dummen, aber in Amerika gibt es viele, viele Christen, auch wenn sie mit ihrer Freimaurer-Hauptstadt nicht ganz klar kommen. Ist mein Geist mit ihnen und in ihren Herzen. Ganz besonders, während die Dinge sich zuspitzen, werden viele mehr von ganzem Herzen zu mir zurückkehren. Ich dachte etwas, aber er schüttelte seinen Kopf und verneinte es. Ich zuckte zusammen und dachte, aber jeder sagt das, gute Propheten. Claire, es wird nicht geschehen. Du zögerst wegen der Verlegenheit, die es dir verursachen könnte, wenn du falsch liegst. Darf ich sagen, dass wenn du mich falsch hören würdest und es tatsächlich eine Wiederbelebung geben würde, dass deine negative Prophezeiung komplett zugedeckt wäre. Es wird aber keine Wiederbelebung geben für Amerika bis zur Entrückung. Es tut mir leid, so wird es sein. Das ist meine Absicht. Wer kann mit Gott argumentieren? Du, meine Liebe, die ganze Zeit, um genau zu sein. Ich lachte. Du bist halsstarrig, das bist du. Ist das, warum mein Nacken schmerzt, Herr? Ganz bestimmt. Okay, aber dies ist keine Angelegenheit zum Lachen. Viele Propheten haben gesagt, dass es eine Wiederbelebung geben würde, vor der Entrückung. Aber ich fühlte einen Dämpfer in meinem Geist und jetzt wundere ich mich. Die Bestimmung von jenen, die Buße getan hätten? Ja. Ich habe ihnen reichlich Gelegenheiten für eine Umkehr gegeben in diesem Land. Reichlich Gelegenheiten. Ich werde nicht zulassen, dass meinen Wiederbelebungen wieder mit Spott und Verachtung begegnet wird. Etwas muss die verhärteten Herzen in diesem Land erweichen. Jene, die Materialismus zu ihrem Gott gemacht haben. Das ist, warum ich damit zuwarte. Was ist mit dem Kollaps der Wirtschaft? Das wird auch nach der Entrückung kommen. Wow. Ja, wow. Eine Zeit von unvergleichlichem Leiden. Aber dies wird den Rücken jener brechen, die nichts als Spott und Verachtung für die Kleinen übrig haben, die Einfachen. Für jene, denen Gott alles bedeutet. Sie leben nicht für das, was sie bekommen können. Sie leben für mich, weil mich zu bekommen ihnen alles bedeutet.
und deshalb werde ich für jene das Leben nicht miserabler gestalten. Ich werde warten, bis sie hochgehoben und gegangen sind. Dann wird der Hammer fallen. Hammer? Ja, der Hammer des Urteils für diese Nation. Es wird alles auf einmal kommen, was übrigens mit der Absicht der herrschenden Elite zusammenpasst. Sie werden mehr Kontrolle haben, wenn es keine andere Zuflucht gibt für die Menschen als die Regierung, um Nahrung zu bekommen. Du hast bemerkt, wie der Druck auf die kleinen Gassenküchen erhöht wurde, jene, die nicht mit der Regierung kooperieren, die alternativen Gruppen, jene, die unabhängiger sind. Ja, ich habe mich darüber gewundert. Ich informiere dich, wie du weißt, aber nun zurück zu den Vulkanen. Ich habe jene Gegenden der Welt anvisiert, die mit Menschenhandel, Drogenhandel und großen Ungerechtigkeiten gegen die Menschheit zu tun haben. Erdbeben und Vulkane werden viele Leben kosten und viel zerstören. Es ist nicht mein Wunsch, irgendein Leiden in der Menschheit zu sehen. Aber du hast keine Ahnung von den Grausamkeiten, die gegen die Menschheit verübt werden in diesen Gegenden. Das Blut der von ihnen Getöteten ruft nach mir von der Erde. Ich werde nichts verschieben. Ich werde Gerechtigkeit bringen. Diese Vulkane sind auch Eingänge in die Unterwelt, direkte Kanäle zu den Eingeweiden der Hölle. Und während sich die Hölle auffüllt, dehnt sich die Erde aus. Dies ist kein persönlicher Gedanke von dir. Ich habe dir diese Erkenntnis gegeben. Es kam von mir. O Herr, das ist schrecklich. Da gibt es eine erhöhte vulkanische Aktivität, bevor die Dämonen-Aliens, öffentlich auftreten auf der Erde. Alles ist fein aufeinander abgestimmt, um das letzte Königreich voranzutreiben, welches die ganze Erde gleichzeitig regieren wird. Sie, die Dämonens, wie du sie nennst, ich mag diese Bezeichnung wirklich, denn es bezeichnet, was sie wirklich sind. Sie werden von jener Regierung einberufen werden, um die Widerständischen ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Zusammen mit den Klonen, die aus jedem Winkel der Erde zum Vorschein kommen werden. Selbst jetzt bewohnen kleine Gruppen solcher Kreaturen die abgelegensten Orte der Welt und warten auf das Wort, hervorzukommen und die Gegner ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Diese neue Regierung wäre nicht möglich, wenn es nicht die Hilfe dieser Klone gäbe. Die Himmel werden so voller Dämonien sein, dass die Menschen völlig außer sich sein werden vor Schock und Ehrfurcht. Am Anfang werden sie im Glauben gelassen werden, dass sie harmlos sind. Und dann werden ohne Vorwarnung die vermeintlich Bösen einmarschieren, und es wird ein Krieg ausbrechen in den Himmeln. Dies ist nur ein inszenierter Anlass, um alle Länder unter einer Regierung zusammenzuschließen. Kann ich eine Vision haben, Herr? Na schön. Ich erwartete eine mehrfarbige Szene, aber die Himmel waren irgendwie verschmutzt. Und soweit das Auge sehen konnte, waren sie mit Scheiben und anderen eigenartig proportionierten Vehikeln angefüllt. Alles sehr monoton und metallisch. Es ist kein Zufall, dass die Vulkane und die Sünden Nachbarn sind. Da gibt es eine Verbindung zu den dämonischen Aktivitäten,
die in jenen Gegenden, wo die Portale offen sind, erhöht sind. Dies ist auch der Fall in Hawaii. Oh meine Liebe, da gibt es so vieles, wo du ignorant und unwissend bist. Hör auf, es deinem logischen Verstand anpassen zu wollen und tippe einfach, was du hörst. Wirst du? Okay, es gibt also einen Zusammenhang zwischen Vulkanen und dämonischer Aktivität und das ist die Sünde. Auch der Aberglaube und eigenartige Rituale, die fast immer Menschenopfer einschließen. Jene Filme, die du als Kind gesehen hast, waren nicht nur Filme, sie basierten auf Fakten. Und du kannst sicher sein, dass überall, wo Menschenopfer involviert sind, Satan direkt mit ihnen dort ist, in der Verkleidung ihrer lokalen Gottheit. Ja, ich erinnere mich an die Inkas und die Polynesier in jenen Filmen. Jede Kultur hat ihr eigenes Markenzeichen von Satanismus, aber alle führen zurück zu ihm. Oh, das ist so ekelhaft, was ich denke. Das Leben des Spermas wird genommen und in das Ei einer entführten Frau oder im Brutkasten eingepflanzt. Das ist so sci-fi. Aber du hast es erfasst. Du hast gerade genug gesehen im Internet, um zu wissen, wie sie Leben erschaffen. Aber was ist mit einer Seele? Sie sind seelenlos, sie werden von dämonischen Wesen bewohnt. Sie nehmen nur den Samen. Dämonen haben ein ähnliches Muster wie Engel und Menschen. Das unerschaffene Licht ist ein Zeichen, dass Leben da ist. Ob es dämonisch oder engelhaft oder menschlich ist, es ist eine Lebensform. Aber kommt die Seele nicht von dir, wenn das Ei und das Sperma sich vereinigen? Das tut sie tatsächlich, aber ich habe ihnen keine Seele gegeben, ich habe es verhindert. Vielmehr haben sie Hunderttausende von Dämonen, die auf einen Körper warten. Ich habe mir bildlich vorgestellt, wie dieser Prozess vor sich geht. Ja, ja. Also nehmen Dämonen Form an, wenn ihnen ein freier Körper zur Verfügung gestellt wird. Das ist richtig. Aber was ist mit der Interdimensionalität dieser Kreaturen? Ist es wie dein verherrlichter Körper? Gott behüte! Er ist interdimensional, was bedeutet, dass er in verschiedenen Dimensionen Gestalt annehmen kann, ohne seine Substanz zu verlieren. Wow, das ist zu viel für meinen kleinen Kopf, Herr. Ich weiß, und du bist gesegnet, weil du mir folgst, ohne irgendetwas zu verändern, damit es deinem menschlichen Verstand besser passen würde. Schau, dies ist auch, wie Erfinder arbeiten. Ich setze Ideen in ihre Köpfe und sie arbeiten sie aus und eine neue Entdeckung entspringt der Wissenschaft. Alles wurde getan und zugelassen, um die Menschheit zu diesem Höhepunkt zu führen, dem ihr euch jetzt nähert, diese kritische Stunde. Ja, ich weiß. Du siehst, das ist, warum Dämonen nicht zerstört werden können, nur gebunden. Und am Ende wird alles in den Feuersee gespeist werden, für immer und ewig. Siehst du, Leben kann nicht zerstört werden, aber es kann eingesperrt werden. Die Körper, die sie bewohnen, können zerstört werden, aber nicht der Dämon im Innern.
Zumindest habe ich diese Option nicht vorbereitet. Da wird es so viele Lektionen zu lernen geben. Du hast schon von hartnäckiger Liebe in der Strafanstalt gehört, richtig? Ja. Nun, da wird es Besuche geben, um den Feuersee zu sehen, damit die Bestimmung jener verstanden wird, die das Böse wählen. Alle Dinge, die von mir gesprochen wurden, werden erfüllt werden. Die Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Böses wird keinen Wohnort mehr haben. Alles wird erneuert sein, gemäß meinem ewigen Plan. Das ist genug für heute Abend, meine Liebe. Ich weiß, da sind einige, die das verspotten werden. Aber quäle dich nicht ihretwegen. Ich werde es auch nicht tun. In ihrer eigenen Zeit werden ihre Augen geöffnet werden. Was ich dir gebe, ist für jene, die es mit Verständnis empfangen können, damit sie am Ende sehen werden, dass das Gute triumphieren wird und dass es viel gibt, worauf man sich freuen kann. Diese Aufzeichnungen werden dir gegeben, damit andere nicht verzweifeln. Hätte die Kirche ihren Job gemacht, wäre dies nicht nötig. Aber aufgrund des politischen Druckes wurde viel unterdrückt. Aber jetzt ist es Zeit, dass es offenbart wird. Wie es in Daniel 12,9 geschrieben steht. Er sagte, geh deinen Weg, Daniel, denn diese Worte sind verborgen und versiegelt bis ans Ende der Zeit. Viele werden gereinigt, veredelt und geläutert werden. Aber die Gottlosen werden böse handeln und keines der Gottlosen wird verstehen. Aber jene, die Erkenntnis haben, werden verstehen.